So, Freunde, ich bin megamäßig ausgeschlafen. Kein Wunder, hier im Hotel Provokateur kann man das wunderbar machen. Geiles Zimmer, geiles Bett und wirklich hammermäßig gutes Personal. Denn ich treffe jetzt wieder gleich Sven Oliver Pink von Front Off. Und der zeigt mir jetzt nochmal das ein oder andere Teil, was man hier in Berlin auf alle Fälle sehen sollte. Shops, Restaurants, Cafés. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, aber es wird auf alle Fälle geil. Kommt mit. Berlin schlendern macht wirklich Bock, weil wir kommen in die abgefahrensten Ecken. Nur für die Zuschauer, wir sind jetzt hier auf der Potsdamer Straße, ich glaube das Stadtteil Tiergarten. Alles andere, Sven, musst du mal bitte erzählen. Was ist das hier? Ja, hier sind wir jetzt bei Andy Wolf. Das ist ein ganz tolles Brillenlabel aus Österreich, was ich super spannend finde und wo ich gerne mal vorbeischaue. Ansonsten gehe ich immer gerne auf die Potsdamer Straße, weil hier gerade so was Neues entsteht in den letzten Jahren. Hier sind tolle neue Galerien, hier ist eine tolle Gastro-Szene, wo man immer wieder was Neues entdecken kann. Ja, und auch wenn man einen Pop-Up-Store oder eine Marke in Berlin platzieren möchte, dann ist das jetzt schon die Straße, wo man schaut. Das heißt, hier gibt es für mich immer was zu entdecken und immer wieder eine Inspiration. Also hier ist ja auch ein bisschen Kunst um uns herum und ich weiß, du bist ein sehr inspirativer und ein sehr inspirationsliebender Mensch. Wo genau holst du dir deine Inspiration? Hast du da irgendwie einen Doc? Ja, tatsächlich gibt es irgendwie von Kierkegaard diesen Spruch, es gibt kein Problem, das nicht durch Spazieren gehen zu lösen ist. Und tatsächlich habe ich irgendwie so beim Laufen und auch beim Fahrradfahren, da merke ich so, dass ich wirklich auf andere Ideen komme. Das ist schon so ein Ding. Und ansonsten mich sehr kunstinteressiert. Haben wir uns mal ein bisschen gediegen zurückgezogen und haben jetzt super viel auch schon über eure Erfolgsstory gehört von also was ihr alles macht und was ihr alles noch vorhabt und was für Kooperationen anstehen und wie schnell das alles ging und Überholspur Deluxe, aber nicht, dass ich es mir wünsche, dass es so gewesen wäre, aber gab es auch mal Stolpersteine oder Momente, wo du einfach gedacht hast, fuck, das wird nie was? Naja, also für mich fühlen sich jetzt bald 9 Jahre plus ein Jahr Vorgründung, 10 Jahre jetzt auch nicht nach Überholspur an, sondern nach vielen Jahren auch harte Arbeit. Das hat doch, der Erfolg kommt sicherlich vor allem aus Fleiß. Und wir haben sehr viel da reingesteckt. Ne? Und deswegen gab es Zeiten, wo ich dachte, dass das nicht funktioniert oder wo wir Sorgen hatten, ständig. Natürlich am Anfang hatten wir solche Ausschläge, ne? Montags himmelhoch jauchzend, weil wir einen großen Auftrag bekommen haben und Dienstag gab es irgendwie ein Problem in der Produktion, wo wir dachten, jetzt sind wir pleite. Ich weiß noch, als ich im Oktober 2009, kurz vor unserer Gründung, $2000 nach China überweisen musste und ich wusste, was bekommen wir da? Also da haben wir schon ein bisschen schlecht geschlafen. Ich weiß, als ich vor 5 Jahren auf Hochzeitsreise geflogen bin, habe ich gedacht, wenn ich wiederkomme, gibt es die Firma nicht mehr, weil wir ein größeres Qualitätsproblem hatten. Also klar gab es das. Ne? Aber zum Glück sind wir ein gutes Team. Wir sind 3 Gründer und haben sehr homogene Werte und heterogene Stärken, sage ich immer. Das heißt, wir finden eigentlich immer eine gleiche Basis, schauen aber aus komplett verschiedenen Perspektiven auf die Dinge und so haben wir eigentlich immer wieder dann doch gemeinsam eine Lösung finden können. Es ist ähnlich wie Salzen, also komplett anders im Auftritt, ja. Aber es ist genauso stylisch. Ne? Also es ist nicht so aufdringlich, aber auch gerade hier die Benzel, die da raushängen, sind ja auch schwer angesagt. Und ich finde eigentlich diese Formgebung und die Farbgebung kann sich wirklich sehen lassen, im wahrsten Sinne. Was uns wichtig ist, wir versuchen, deswegen heißen wir Font Off, to be Font Off Fanaten etwas sein. Wir wollen keine MeToo-Produkte machen. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt im Moment, wir arbeiten noch an einem Koffer, wenn ich jetzt die Leute fragen würde, wie ein Koffer sein muss, würden die mir einen Remover-Koffer beschreiben, den wollen die Leute gerade. Wenn wir jetzt aber auch einen Remover-Koffer machen, dann haben wir keine Daseinsberechtigung, das gibt es schon. Und das bei Pingpong haben wir ja dieses sehr kubistische damals gemacht. Als wir Pingpong auf den Markt gebracht haben, da gab es gerade die Herschel-Rucksäcke, die hier hängen, die halt diesen Heritage-Look haben. Und wir haben gesagt, wenn wir jetzt auch Heritage machen, dann braucht es uns nicht. Und deswegen haben wir eigentlich das Gegenteil gemacht. Und deswegen alles bei Front Off hat immer ein sehr eigenes Design, hat immer sehr viel Funktion und ist immer nachhaltig hergestellt. Wir müssen trotz alledem noch über eine Sache reden, die mich wirklich interessiert. Startup seid ihr schon lange nicht mehr. Hand aufs Herz. Das stimmt.
Ihr habt ja mit einer DNA gestartet, mit Grundwerten, die ihr lebt, die ihr vorlebt und die ihr gerne transportieren möchtet. Sind die geblieben? Wir haben mal gemeinsam gestartet als Freunde, haben etwas gegründet und haben das gemacht, weil wir halt mit Freunden zusammenarbeiten wollten, weil wir uns aussuchen wollten, mit wem wir arbeiten und wie, mit auf welche Art und Weise wir miteinander umgehen. Und deswegen ist das für mich so wie das Wichtigste überhaupt. Ne? Also wenn das nicht mehr stimmt, dann möchte ich auch nicht mehr bei Frontdorf arbeiten. Ne? Und dann sage ich auch den Leuten, okay, das Einzige, was ich wirklich von euch will, ist, dass ihr mit einem offenen Visier hier hinkommt und einfach sagt, was ihr könnt und was ihr nicht könnt und was ihr wollt und was ihr nicht wollt. Weil wenn wir auf der Ebene reden, so, dann können wir immer eine gemeinsame Lösung finden. Also das heißt, die Evolution von Frontdorf ist noch lange nicht am Ende, ganz im Gegenteil. Fängt jetzt gerade an. Im vollen Gange, sie fängt gerade erst an. Und ich bin gespannt, wie unsere Evolution weitergeht, weil wir machen jetzt einfach weiter und laufen zum nächsten Spot. Super. Also, Deutscher Gründerpreis 2018, ja. Für dich eher wieder zurückkommen, du bist ja seit Jahren hier. Was ist das Geilste an der Veranstaltung für dich? Warum bist du hier, was macht sie aus? Naja, das Mitfiebern mit den Nominierten, die dann heute für den Deutschen Gründerpreis ausgezeichnet werden. Das ist einmal in der Kategorie Startup, ganz junge Unternehmen, wo schon Ideen dabei sind. Vorher noch die Kategorie Schüler, die besonders spannend ist, weil da ganz junge 14, 15, 16-jährige Schüler ihre Ideen im Projekt ausarbeiten. Häufig ganz utopische Sachen, aber Wahnsinn, was man in dem Alter schon erreichen kann. Dann gibt es Aufsteiger, das haben wir im letzten Jahr gewonnen, deswegen fieber ich da auch mit. Und das Lebenswerk. Und das im Lebenswerk ist immer sehr emotional, weil da wirklich so jemand über Jahrzehnte an seinem Unternehmen gearbeitet hat. Und meistens geht das auch einher mit sehr viel kultureller Arbeit. So, Sven, für dich geht's jetzt los. Ja. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Du hast ja im Prinzip nichts zu befürchten. Du hast letztes Jahr schon alles abgesagt. Ich danke dir auf alle Fälle für den letzten Tag. Das hat megamäßig Spaß gemacht. Ja. Ich habe echt viel gelernt und ich werde mir mit Sicherheit zumindest das Merino-Shirt bestellen. Und wenn ich dann Kinder habe, dann noch das Ergo-Rucksäckchen. Sehr gut. Also, mach's gut, mein Lieber. Bis bald. Bis dann. Ciao. So, Freunde, so viel also zu dem wunderbaren Sven. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich habe eine Menge gelernt und bin jetzt noch schlauer, als ich es sowieso schon gewesen bin. Und werde mich jetzt hier auf diesen wunderbaren Retro-Roller setzen. Und danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns hoffentlich schon bald wieder mit einem wunderbaren weiteren Gast. Wer das ist, das werdet ihr dann erfahren hier bei HRS auf dem YouTube-Channel. Kommentare und Likes, lasst die gerne unten in den Kommentaren. Und insofern würde ich sagen, das war's. Bis bald. Ich bin raus. Ciao.